So, heute ist Freitag, der 28. Mai 2021, 17.42 Uhr, live aus dem Stasi-Freimaurer-Folterkaff hier. Ja, für die, die mich kennen, ganz kurze Introduktion. Vergebt mir, wenn ich ein bisschen kaputt bin, ich sag, mir fehlt momentan die Kraft. Mein bürgerlicher Name ist Adrian Lachstetter, so heiße ich, so bin ich auf die Welt gekommen. Allerdings will ich mit diesem Namen nichts mehr zu tun haben, mit dieser satanistischen Freimaurerfamilie Lachstetter. Und deswegen, nenne ich mich halt überall Adrian Milosevic, beziehungsweise Adrian aus der Familie Milosevic. Und ich will halt auch, dass aus der Familie Milosevic kommt von den Freemen, den Sovereign Citizens, weil ich auch mit der Person, die dem Vatikan gehört, nichts mehr zu tun haben will. So, ich wollte nur mal ganz kurz schildern, was jetzt hier, wie die neuesten Angriffe der Geheimdienste aussehen. Ja, also es ist total pervers, was man macht, bloß leider spielt sich das ja alles weit von den Augen der, ich gehe auch jetzt schon nach Hause wieder, weil es fängt an zu regnen. Es spielt sich halt alles vor den hinter den Kulissen ab, das heißt, die Bevölkerung, ich werde euch auch nochmal einen Link in die Beschreibung packen, kriegt gar nicht so mit, was hier eigentlich so läuft, und deswegen mache ich ja auch diese Videos, um das so ein bisschen ans Licht zu bringen. Genau, wie gesagt, mir fehlt auch momentan die Kraft, groß irgendwas zu reißen, weil ich psychisch, seelisch, körperlich auf einer Ebene kaputt bin. Auch wegen diesen ganzen Geheimdienste. Ton auf jeden Fall das Aktuelle, was man jetzt betreibt. Wie gesagt, ich nehme das auf, für den Fall, dass irgendwann mal eine Gerichtsverhandlung kommt, dass man das dann irgendwann alles mal aufklären kann, dass es auf den Tisch kommt und was weiß ich. Also was jetzt die neuesten Angriffe, was jetzt gegen mich läuft, ist extremes Love-Bombing. Also wie gesagt, ich habe nie Liebe gekriegt oder erfahren können. Also, 17 Jahre lang, 23, Fragezeichen, ich weiß immer noch nicht, wann ich geboren bin, Projekt Monarch bedingt, das würde ich auch gerne mal in Erfahrung bringen, das sind die neuesten Angriffe, und der Geheimdienst arbeitet halt so, wie gesagt, Monarchopfer, die kriegen 17 Jahre, nicht 17 Jahre, die kriegen halt nie Liebe, eigentlich in ihrem Leben, also nur das Nötigste, was sie halt brauchen, um halt nicht zu krepieren. Und wie gesagt, Monarch-Leute, ich bin ja Beta und Delta, ne? Die werden natürlich für Prostitution eingesetzt. So, und wie gesagt, ich bin allerdings sehr willensstark, weil ich will von dieser Welt nichts. Das Einzige, was ich will, ist, dass dieser Kinderschänderring die ganze Scheiße endlich auffliegt. So, deswegen sehe ich das nicht ein, mich mit egal mit jemandem prostituieren zu lassen. Wofür? Ich will keinen Sex, ich bin asexuell. Ich will nur, dass dieser Kinderschänderring zusammenfällt, ja. Mehr will ich gar nicht. Ah, hier ist auch wieder so ein. Das ist einer vom Verfassungsschutz. Beziehungsweise oder vom BND, das weiß ich nicht. Aber dieser Typ hier, MK999, der macht mit. So. Habe ich jetzt extra aufgenommen. Falls irgendwann zu einer Gerichtsverhandlung kommen wird, diese Person ist involviert, die diesen Wagen fährt, den ich gerade gefilmt habe. So, das weiß ich zu 1.000.000%. Auf jeden Fall, die kriegen halt nie Liebe, nur das, was halt zum Funktionieren zu gebrauchen. Mit dem Hintergrund halt, ja, um halt, wie gesagt, einen Sexsklaven zu programmieren, der dann halt alle Aktionen des Händlers ausführen kann. Aber nicht muss, ich mache das nicht, weil er ist zu stark. Wie gesagt, weil ich habe mein eigenes Skript gebastelt, was ich mir immer abspiele. Und zwar, ich frage mich halt jedes Mal, wenn halt diese extremen Attacken kommen, diese Lovebombing-Attacken. Also Lovebombing sieht halt so aus, dass man halt, dass diese Monarchopfen dann nie Liebe kriegen, und wenn sie Liebe kriegen, dann so viel auf einmal. Also zum Beispiel laufen bei mir jetzt Skripte ab, das geht bei mir seit dem dritten Lebensjahr so, ja, Person XY liebt dich, Person das und dies liebt dich, und dann fahren die auch teilweise mit den Autos rum und so weiter, und
Ja, und das geht eigentlich seit meinem dritten Lebensjahr so. Ja, und dann halt in der Hoffnung halt dann, ja, es ist ein bisschen kompliziert zu erklären. Deswegen, aber ich hoffe, dass das irgendwann alles ans Licht kommt, diese ganzen Akten auch über mich, die jetzt noch confidential sind. Deswegen, dafür kämpfe ich ja, das ist das Einzige, was ich will. So, auf jeden Fall Monarchopfer, die kriegen nie Liebe, gar nicht. Und wenn sie dann welche kriegen, dann im Übermaß, also halt wirklich heftiges Lovebombing, heißt also jeden Tag Vergewaltigung bis zum Orgasmus. Person XY liebt dich, das geht seit meinem dritten Lebensjahr so. Ja, in der Hoffnung, mich halt schwul und pädophil zu machen. Aber wie gesagt, ich frage mich halt jedes Mal, wie gesagt, ich brauche von dieser Welt nichts. Alles, was ich will, ist, dass diese Scheiße endlich ans Licht kommt. Ich brauche keinen 500 Millionen Euro vom Iran. Ich brauche ich möchte in dieser Welt nichts sein. Ich bin lieber ganz unten mit dabei, irgendein Obdachloser, der auf der Straße lebt und zeltet, aber dafür nicht von den Geheimdiensten vergewaltigt und gequält wird, jeden Tag, als irgendwie ganz oben mit dabei, bei den Oberlosern, bei den 33-Grad-Freimaurern, am Kinderpoppen und Scheiße abziehen. So, das wollte ich auf jeden Fall auch nochmal loswerden. Deswegen habe ich mich halt bis jetzt immer verweigert. Ja, und das sind 90%, was man mir hier angedreht hat. 90, ich sage bewusst 90. Ich sage jetzt einfach mal keine Namen, aber 90% von den Leuten, denen man mich verkuppeln wollte, die waren auch entweder, wie gesagt, zu hässlich, zu blöd oder beides, oder haben irgendwelche anderen Gendefekte oder Autismus, und das ist auch nichts für mich, weil ich nur einen Anspruch habe. Genau. Das ist ein bisschen hart, aber ehrlich jetzt, wie gesagt, ich sage keine Namen, ich sage nur 90%. Wer sich da angesprochen fühlt, der kann sich irgendwie, weiß nicht, oder nicht irgendwann. Aber ich sage dazu auch keine Namen mehr. Ich sage nur halt, dass viele war halt auch nix, ne? Ein paar Namen habe ich auch in einem anderen Video schon gesagt. Auf jeden Fall 90% war hier gar nichts. Das war überhaupt nichts. Das hat mich dann auch noch mehr gekränkt, zusätzlich noch. Also mich so zu denigrieren und degradieren. Also wie gesagt, ich bin, ohne arrogant sein zu wollen, sag ich mal, schon ein gebildeter Mensch. Und ich habe auch ein gewisses Niveau und daran halte ich auch fest und das gebe ich auch projektmonarchbedingt nicht auf. So. Ich kann also nichts mit irgendwelchen... verblödeten 12-jährigen Kindern anfangen. Wie gesagt, ich bin halt nicht so ein Pädophiler wie die Leute da beim BND. So, zum Beispiel, jetzt ist ein Beispiel. Ja, so oder so bin ich natürlich auch nicht pädophil, ich bin asexuell, aber generell halt. Ich kann mit den ganzen verblödeten Leuten nichts anfangen, teilweise. Großteils 90%. So. Genau. Nee, also wie gesagt, heute war das Lovebombing wieder besonders schlimm und die letzten Tage. Nee, also es tut richtig weh, wenn man nie Liebe kriegt und dann dieses Liebe im Übermaß. Also wie gesagt, Person XY liebt dich. Das geht dann den ganzen Tag so, von morgens bis abends, mit sexueller Stimulation durch elektromagnetische Waffen und Mikrochips bis zum Orgasmus hin. Ja, in der Hoffnung halt, dass ich mich dann in die Person XY verliebe, beziehungsweise, ja, um mich dann halt für Prostitution halt noch auszunutzen. So, das sind die neuesten Angriffe gegen mich. Und das läuft jetzt seit meinem dritten Lebensjahr. Wie gesagt, ich werde euch das Monarch-Programm in die Beschreibung packen. Ja, aber die Geheimdienste wissen halt leider nicht, wann Schluss ist. Und deswegen habe ich mir irgendwann gedacht, jetzt fängst du mal an mit diesen Videos hier so. Ich mache mich auf den Weg nach Hause, es fängt an zu regnen. Ich wollte das Video auch nicht lang machen. Ich wollte nur sagen, das sind die neuesten Angriffe gegen mich. Das läuft seit 17 Jahren jetzt so. Momentan gibt es halt wieder heftiges Lovebombing. Also Liebesbombardierung, Liebesbombardement. In der Hoffnung, mich halt noch für Pornos auszunutzen, um mich dann halt abzumorksen. Deswegen, so bescheuert bin ich nicht. Und wie gesagt, ich sage immer so, warum soll ich mitmachen, kann ich nochmal sagen. Ich will von dieser kranken Freimaurerwelt nichts. Ich brauche von dieser Welt überhaupt nichts. Alles, was ich will, ist, dass dieser Kinderschänderring endlich aufgedeckt wird, dass mein Körper hochgeheilt wird. Moderner Militärtechnologie, zum Beispiel die Narben, die ich mir hier zugefügt habe, weil ich auch Überlebender von satanistisch-rituellem Freimaurer-Kindesmissbrauch bin.
mir keiner geglaubt hat, mir 17 Jahre lang keiner geholfen hat, die Polizei natürlich mit drin steckt, weil das auch alles Hochgrad-Freimaurer sind, die Gerichte und Richter auch mit drin stecken hier, das ist der Einbecksumpf, du, kann man schon sagen, nicht der Sachsen, sondern der Einbecksumpf. Ja, und seit 21 Jahren, ja, beziehungsweise ich gehe stark davon aus, dass ich 21 bin, auf jeden Fall seit meiner Geburt kämpfe ich gegen diesen Sumpf an. Ich habe da auch irgendwie keinen Bock und keine Kraft mehr. Auf jeden Fall, das tut richtig weh, dieses Stalken. Weil wir es aber noch nie Liebe kriegt und dann da so ausgenutzt werden soll für Pornos, das tut schon extrem weh. Und deswegen, aber wie gesagt, also mit solchen Aktionen macht man sich eher mit mir kaputt, das wollte ich auch nochmal loswerden, als dass man irgendwie damit was erreicht. Weil das finde ich scheiße. Ne? Das tut mir im Herzen weh, sowas. Und dann ist sowieso wieder, also ich habe, was ich worauf ich eigentlich nur hinaus, ich habe Millionen Argumente dagegen, keins dafür. Ich brauche von dieser Welt nichts, warum soll ich mich prostituieren lassen, ne? Mal so an die Geheimdienste. Alles, was ich will, ist, dass dieses kranke Kartell nicht einstürzt, dass alle Monarchsklaven inklusive mir frei werden. Dass wir endlich wieder Frieden hier auf dieser Welt haben können. Und wir würden Frieden haben, wenn wir endlich mal diese Freimaurerlogen dicht machen. Kann sich jeder mal fragen, warum gibt es in jeder Stadt eine Loge? Was machen die da? Warum können die normalen Leute nicht wissen, was die 33-Grad-Freimaurer treiben? Warum können die Niedrigrang-Freimaurer nicht wissen, was die 33-Grad-Freimaurer treiben? Was läuft da überhaupt für eine Scheiße? Ja, hat sich 70 Jahre lang keiner gefragt. Ja. Ich sage, ich gebe euch einen Tipp, das ist Luciferianismus, was die betreiben. Das ist Satan. Letzten Endes ist es nichts anderes als Satanismus. Es ist eine satanistische Sekte, nach außen hin schön aufgesteilt, ja, um halt so für die fürs PR, fürs Image, ne, für die Presse. Damit man sich dann halt so nach außen hin verkaufen kann, oh, wir sind ja eigentlich eine humanitäre Vereinigung. Ja, Pustekuchen, ne? Dazu, wie gesagt, mal das vorherige Video von Carly Franz mal angucken. So, wie gesagt, ich wollte das nur nochmal loswerden. Also, wie gesagt, das funktioniert so nicht. Ich werde mich da nicht drauf einlassen. In solchen Aktionen macht man sich eher mit mir kaputt, beziehungsweise hat sich mit mir kaputt gemacht. Ne, erst Leute in mein Leben schicken. Dann 24-7 diese Love-Bombardement-Skripts anmachen mit sexueller Stimulation, dann verpissen sich die Leute wieder aus meinem Leben. So oder so ähnlich hat man das schon immer abgezogen bei mir. Wie gesagt, gut für mich, weil solche Sachen auch die Monarch-Programmierung weiter noch zerfetzt haben. Schlecht für den Geheimdienst. Aber trotzdem, es ist schon sehr schmerzhaft sowas, ne? So eine Verarsche. Wie gesagt, wenn übrigens, das wollte ich noch jemand sagen. Also aber vor allem der Gipfel ist, dass man auch noch verlangt von mir, dass ich auch noch auf die Leute, die mich prostituieren wollen, zugehe. Also quasi so wie so eine Puffnutte, die dann schon draußen steht vom Puff und halt schon die Leute irgendwie ranwinkt oder keine Ahnung. So ernsthaft. So. Also wie gesagt, das ist doch wohl die größte Unverschämtheit, nachdem man mich hier dreimal schon über den Jordan fast hat gehen lassen. Mein Körper und mein Leben zerstört hat, ich jetzt von Hartz IV und im Elend und im Dreck leben darf, soll ich jetzt auch noch von mir aus auf die Leute zugehen und um Sex betteln. Sag mal, habt ihr sie noch alle beim Geheimdienst oder was? Habt ihr sie echt noch alle oder was? Nee, das tut weh sowas. Wenn übrigens jemand was von mir will, das wollte ich nochmal sagen, das gilt egal für wen, egal wie alt, egal wie jung. Egal was für ein Geschlecht, wer was von mir will, der muss übrigens auf mich zukommen. Punkt. So läuft die Welt. Wenn ich von jemandem was will, muss ich auch auf die Person zukommen. Wenn ich vom YouTube-Support will, dass sie meine Videos wieder freischalten, was nie passiert, dann muss ich die anschreiben und so weiter. Wenn jemand was von mir will, der auch ein ernstes Interesse an mir hat, jetzt mal als allgemeines Beispiel, der muss sich dann halt auch bei mir melden. Ich habe so viele Möglichkeiten. Ein reelles Interesse, kein, ich nutze dich nur aus für Sex. Wie gesagt, ich habe so viele Möglichkeiten, wie man mit mir in Kontakt treten kann. Facebook, Twitter,
Instagram habe ich nicht, will ich auch, wollte ich auch eigentlich nicht, vielleicht mache ich mir das auch noch irgendwie, keine Ahnung, zur Aufklärung. Auf jeden Fall. Ja, ich fasse das dann immer in diese Videos zusammen. Auf jeden Fall, so läuft das nicht, Herr Karl. Nee, ich bin noch nicht bescheuert. Das muss man sich mal geben, was der BND erwartet. Also wie gesagt, jetzt will man noch, dass ich auf die Leute zugehe. Nach dieser ganzen Scheiße hier. Nee, ich bin übrigens, das funktioniert so nicht. Ich bin übrigens 17 Jahre lang den Leuten hinterhergelaufen. Damals in der Grundschule und so und das. Und ich habe da auch keinen Bock mehr. Ich wurde nur belogen, betrogen, verarscht, enttäuscht. Wie gesagt, ich war ja auch immer in einem kontrollierten Umfeld vom BND. Das war also, die Leute waren dann auch gechippt und gegen mich gesteuert und mit Mind Control. Also ich war auch mit vielen, vielen Mind Control-Sklaven in der Schule zusammen. In der Klasse zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob die das teilweise selber auch gar nicht wissen. Aber ich weiß es. Das ist auch komplizierte Geschichte. Alles auf jeden Fall. Mein Umfeld war immer kontrolliert. Vom BND. Und ja. Ich war dann halt natürlich auch mit dem einen oder anderen Monarch. Also wie gesagt, ich hatte im Prinzip auch gar keine Chance, richtig Kontakte zu knüpfen, weil man mich halt quasi, entweder mich oder die anderen Leute um mich herum manipuliert hat. Wie gesagt, ich sage jetzt keine Namen, ich sage auf jeden Fall, also so klassentechnisch, ich war auf jeden Fall auch nicht der Einzige in meiner Klasse, der Monarch, der Opfer war, ist. Nee, das wollte ich auf jeden Fall nur mal loswerden, also sowas Bescheuertes. Das hat mit Beziehung, hat das nichts zu tun, das ist einfach nur bescheuert, sowas. So, also wie gesagt, gibt tausende Möglichkeiten. Ich laufe auf jeden Fall keinem mehr hinterher. So. Weil ich bin das Leid, ich lasse mich nicht verarschen. Wer was von mir will, der kann auf mich zukommen. Generell jetzt. So, und dieses Lovebombing, schiebt euch das in den Arsch, also weiß ich nicht. So macht man sich garantiert keine Leute startklar. Indem man die, also was soll das bringen? Was soll das sein? Mich jeden Tag vergewaltigen bis zum Orgasmus. 24-7, diese über Voice to Sky, diese Liebesbombardements. Person XY liebt dich, Person XY. Und vor allem, das geht ja seit meinem dritten Lebensjahr, höre ich das. Irgendwann ist das auch ausgelutscht. Ne? Dann denkst du dir auch so nur so, ja, okay, weißt du was, das hörst du jetzt seit Jahren. Klar, Liebe ist nicht nur auf eine Person beschränkt, aber trotzdem, irgendwann wird das dann auch unglaubwürdig. Dann hat man mir über Voice to Sky sowieso schon so viel Dünnschiss auch erzählt, dass ich auch einfach dieser Beschallung quasi nicht mehr glauben kann. Ich sag mal, Dr. Catherine Horton, internationale Staatskriminalität eingeben. Zum Beispiel hat man mir erzählt, dass man mich aus der Psychiatrie rausholt. Jeden Tag habe ich auf den CIA-Heiko gewartet, dass der mich abholt. Mein Händler, mein Programmierer. Nachnamen weiß ich nicht, Wohnort unbekannt. Hallo? Nachnamen weiß ich nicht. Auf jeden Fall weiß ich halt nur. So, auf jeden Fall, das war zum Beispiel sowas. Also man hat mich quasi, monatelang da aushungern lassen, in diesen Nazi-Exterminierungslagern. Mir jeden Tag über Voice to Sky gesagt, hier, der kommt, holt dich ab, holt dich raus. Und nichts passiert. Das ist zum Beispiel so eine Sache. Und irgendwann ist dann halt auch diese Vertrauensbasis einfach weg. Für diesen scheiß BNDler-Freaks mit ihrer Synthetik-Telepathie, die irgendwas in ein Mikrofon reden. Das ist doch scheiße sowas. Und deswegen glaube ich dieser ganzen Scheiße auch nicht mehr. Wie gesagt, wenn jemand was von mir will und das wirklich ernst meint, dann soll der sich bitte bei mir melden oder RCS, wie auch immer. Generell, allgemein. Ich laufe keinem mehr hinterher. So. Und vor allem das Beste ist ja, wie gesagt, der BND will... Die wollen mir ihren Willen als meinen Willen verkaufen. Die wollen mich schwul und pädophil haben, wollen das aber als meinen Willen verkaufen. Also es ist so dämlich. So. Ne? Ist doch bescheuert. Ja. So, ich drehe jetzt um, es fängt an zu rieseln, pieseln. Das Telefon soll nicht allzu stark nass werden. Nicht wasserdicht, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob das wasserdicht ist. Samsung Galaxy A7.
Habe ich von meinem Stiefvater bekommen, der hat ein anderes dann gehabt. Habe ich mir so rausgehandelt, weil ich selber, ich bin kein Dukatenscheißer, auch jetzt nicht. Dann stelle ich mich mal kurz so hin, halt mal so ein bisschen die Hand hier drüber. Auf jeden Fall, ja, das wollte ich nur loswerden. Also mit solchen Sachen macht man sich eher mit mir kaputt, beziehungsweise hat sich mit mir kaputt gemacht. Ich werde, wie gesagt, weiterhin bis zu meinem Tod nicht kooperieren und ja, ich wollte das nochmal dokumentieren. Ich werde nicht kooperieren, ich wollte es dokumentieren, reint sich sogar. Für alle anderen, die sich jetzt zuschauen, denken, oh, what the fuck, wo bin ich hier gelandet? Ja, einfach mal in die Beschreibung gucken. Ich werde da 2, 3 Links mal reinposten, das lest ihr euch mal alles durch und dann wisst ihr Bescheid. So, das wollte ich auf jeden Fall nur loswerden noch. Genau. Ja, das war's dann eigentlich auch schon. Auf jeden Fall, ihr habt es euch quasi schon mit mir, worauf ich eigentlich nur hinaus will, ist der BND. Also ihr BNDler habt es euch mit mir, wie gesagt, verscherzt. Nach dieser ganzen Scheiße, nach diesem ganzen Lug und Trug, nach diesen ganzen Psychospielchen. Und vor allem, wie gesagt, ich wäre 3-mal schon fast über den Jordan gegangen. Es hätte keinen interessiert. Das sind ja tolle Leute. Das sind ja richtig tolle Leute, Alter. Was soll das? Hä? Ja, scheiße, sowas, ne? Ne, dann ist auch die nächste Geschichte, es ist heute wieder besser mit dem Regen. Dann ist auch die nächste Geschichte, ja. Ja, jetzt habe ich den Faden verloren. Auch mit Absicht. Ich werde euch da, wie gesagt, als Patent und das in die Beschreibung machen. Auf jeden Fall, ja. Also das ist total bescheuert. Das wollte ich noch loswerden. Also verzeihen werde ich euch das auch nicht hier, diesen Blödsinn, was ihr hier macht. Ja, und das ist doch vollkommen behindert so. Also wer glaubt, dass man, also wie gesagt, anmachen und die Leute sexuell verführen, das müsst ihr BND-Laber aber noch lernen. Ne? Nee, also wie gesagt, mich kriegt man da nicht in dieses Kartell rein. Dann die nächste Geschichte ist, wie gesagt, warum soll ich irgendwas tun? Alles, was ich will, ist, dass das Kartell zusammenfällt und nicht, ich möchte nicht irgendeine Position im Kartell. Ich möchte weder der Leiter der Mafia sein, noch möchte ich irgendwie ein stellvertretender Mafia-Leiter sein. Ja, also beispielsweise, sondern alles, was ich will, ist, dass endlich dieses Kindersex-Trafficking eingestellt wird weltweit, dass die Geheimdienste endlich ihre auspacken. Das sind Sachen, die ich will. Warum, das steht mir so oder so zu, wie jedem anderen Projekt Monarchopfer auch. Also warum soll ich da noch mal was für tun? Das ist doch bekloppt. Nee, also. Wie gesagt, und zu guter Letzt, durch diese ganze Scheiße. Man konditioniert mich ja seit meiner Kindheit, ne? Ja, im Prinzip, also man hat sich auch die Konditionierung sowieso bei mir schon, das wollte ich auch nochmal loswerden, zerschossen durch diesen ganzen Blödsinn, diesen ganzen Unsinn, Schabernack, den ihr mir gemacht habt. Wie gesagt, ich kann euch auch allen nicht mehr vertrauen da beim BND, wie gesagt, also das ist schon eine Leistung. Jemand mit Voice to Skull und diesen Suizid-Scheiß in die Psychiatrie foltern, bis er nicht mehr kann, ihn dann fast ermorden mehrfach. Jetzt auf einmal wollt ihr mich alle lieb haben und sonst was. Ich brauche übrigens auch Leute, die hinter mir stehen, nicht nur neben mir oder irgendwie ganz weit weg und dann irgendwie zugucken, sondern ich brauche Leute, die mir auch wirklich helfen. Leute, die wirklich ein Interesse an mir hätten. Die würden mir auch helfen, den BND zu bekämpfen, dieses Kinderschänderkartell aufzudenken und so weiter und so fort. Ne? So, genau. 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 Nee, ich bin auf jeden Fall diese Psychospielchen leid und mit diesen Psychospielchen hier sowohl das Lovebombing als auch, jetzt geht's wieder los mit dem Regen, ach komm, scheiße, jetzt geh hier. Also sowohl mit diesen Psychospielchen als auch mit diesen Lovebombing-Angriffen und so weiter und so fort habt ihr es euch mit mir richtig versaut. Und wie gesagt, ich werde weiterkämpfen und ihr macht's euch nicht besser. Und wie gesagt, von täglich Vergewaltigen wird da auch keine Beziehung zustande kommen, im Gegenteil. So, jetzt geht's los, so. Jetzt geht's los. Nee, also wie gesagt, sowas tut mir im Herzen wie so ein Scheiß und das ist alles, führt alles ins Leere. So, jetzt werde ich das Video auch beenden. Es ist jetzt 18:06 Uhr.
immer noch Freitag, der 28. Mai. Ich muss das endlich ein bisschen schützen. So, ich wünsche euch allen einen schönen Tag, guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, je nachdem wann oder von wo, welcher Zeitzone, aus dem Urlaub vielleicht, schwierig jetzt, weiß ich, das Video seht. Freien Morgen, die Pest dann halt, Geheimdienst dann sowieso. Es wird endlich Zeit, dieses Kartell abzuschalten, weil es ist einfach so korrupt, so pervers und so widerlich alles geworden, weil wirklich einfach irgendwie, ja, es hat halt die größten Psychopathen und Vollloser da angezogen, diese ganze Kontrollposition beim BND, ne? Das ist halt schon die Führungsriege auf jeden Fall, die ist schon komplett durchsifft und das ist einfach nur noch krank und das ist das System, was ich stoppen will und dafür werde ich auch kämpfen, so, nichts anderes will ich, so. Jetzt muss ich das Video beenden, weil es regnet, so. Wie ihr es unschwer hier erkennen könnt, das ist alles nass. Ich weiß nicht, inwiefern jetzt man hier die Regentropfen sehen kann. Dann auf YouTube, wenn das Video komprimiert wird und alles. Und die Auflösung ist ja auch nicht die prallste. Es ist auf jeden Fall, es regnet. So. Es fängt hier immer wieder so kurz an, dann hört es wieder auf. Und ach. So, ich wünsche euch allen was. Macht's gut. Macht was draus. Vielleicht kann irgendwer mit dem Video was anfangen. Ist selber betroffener. Erkennt irgendwelche Muster wieder oder so. Ich weiß ja gar nicht. Wer übrigens meine Videos mal bis zu Ende anguckt, ja, keine Ahnung, macht mal einen Daumen nach oben oder sowas. Genau. Wer meine Videos, wie gesagt, bis zu Ende anguckt, Daumen machen mal bitte jetzt. Übrigens und herzlichen Dank, genau. Also wie gesagt, ich sehe auch immer meine Watchtime, aber auf die YouTube Analytics kannst du dich auch nicht verlassen. Das kann ja auch von den Geheimdiensten gefaked werden. Auf diese Altersstatistiken. Ich habe übrigens viele Zuschauer, so 30, 40, 50 eher. Aber das kann ja auch alles Fake-Accounts sein, deswegen kannst du alles vergessen. Und der Geheimdienst fälscht natürlich auch die Analytics. Also Watchtime ist im Schnitt ja so bei den meisten so 5 Minuten. Bei mir ist es 3 Minuten, glaube ich. Was aber auch nicht heißt, dass jeder nur wieder sagt, wie gesagt, das ist nur diese Durchschnittszeit. Meine Videos 3 Minuten guckt, das ist alles, kannst du alles vergessen. Der Geheimdienst kannst du natürlich auch alles faken. Warum auch immer. Genau. So, ich will das Video nicht unnötig in die Länge ziehen, aber ich wollte es nur sagen. Genau. Genau, sonst dauert das wieder ewig, bis es hochgeladen ist. Ich packe euch die Patente in die Beschreibung. Ich habe das alles schon in meiner Zwischenablage auf dem Handy abgeheftet. Ich habe ein Android-Telefon, ich weiß nicht, wie das bei Apples ist. Ja. Daumen hoch, wenn ihr jetzt alle Apple-Hasser seid hier. Ansonsten könnt ihr auch gerne meinen Kanal verlassen, da habe ich überhaupt kein Problem mit. So, weil das ist wirklich nur, ja, im Prinzip alle für Smartphones. Ich will es auch nicht in die Länge ziehen, aber... Das ist eine andere Geschichte für sich. Apple ist das für Leute, die von Technik keine Ahnung haben. Wenn ihr dieses Statement unterstützt, Daumen hoch. Nee, ich verstehe das nicht. Wie kann man 1000 Euro für ein Telefon dahin blättern? Im Prinzip ist es so oder so doof, sich ein Smartphone zu holen. Aber wenn ich für 200 Euro das gleiche kriege von einer anderen Firma und das qualitativ genauso gut ist, warum soll ich dann 1000 Euro für irgendwie so Hauptsache die Marke dann, ne? Ja, wie gesagt, Apple steuert ja sowieso die Leute auch fern, ne? Das ist erwiesen. Da gibt es auch ein Video. Das müsst ihr selber mal suchen. Das Apple-Telefon, das hat er oft zur Wahrheit hochgeladen auf YouTube, glaube ich mal. Das sendet auch so Frequenzen aus und das manipuliert die Leute, dass sie ihr Telefon gut finden. Das ist kranke Scheiße, was hier läuft. So, das war es auf jeden Fall jetzt wirklich und wir sehen uns im nächsten Video. Und ihr Geheimdienste habt euch mit mir versaut mit dieser Scheiße. Das wollte ich auf jeden Fall nur sagen und ich kämpfe, wie gesagt, bis zum Umfallen. Ja.